In diesem Video schauen wir uns die Asus Xona U3 USB Soundkarte an und schauen mal auf den Lieferumfang gleich am Anfang. Sie kommt in einer relativ großen Packung daher, mit natürlich einem USB-Stecker vorne dran, und hinten kann ich dann in die zwei Klinkeneingänge das Mikrofon und den Lautsprecher einstecken, so wie man das auch gewohnt ist. Dazu kommt dann noch so ein kleines USB-Verlängerungskabel. Das ist ganz nützlich, denn ich brauche für die Soundkarte dann wirklich nur einen USB-Port, und aufgrund der Breite belege ich nicht zwei USB-Ports. Dann ist noch ein Toslink-Adapter dabei, also das hat auch nicht jede externe Soundkarte, um halt eben optische Geräte anzuschließen. Natürlich wie immer eine ganze Menge an Papierkram ist dabei und eine Treiber-CD, aber auch hier ist es natürlich besser, sich einfach den aktuellsten Treiber aus dem Internet runterzuladen. Eine kleine Besonderheit hat die Karte noch, und zwar habe ich hier ein Mono-Ansteckmikrofon, und die Karte ist in der Lage, damit umzugehen. Dass es Mono ist, erkennt man hier am Klinkenstecker, an diesem einen Ring, den der Stecker nur hat. Ich hatte andere Soundkarten, die haben von diesem Mikrofon überhaupt kein Eingangssignal aufgenommen. Die Asus Xona hatte damit gar kein Problem. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, der Mikrofoneingang ist auch ein kombinierter Line-In-Eingang. Ja, jetzt kommen wir mal zur Qualität der Karte. Also beim Soundausgang habe ich wenig zu meckern. Der hört sich wirklich sehr gut an. Die Bässe sind brachial, so wie ich mir das wünsche. Bin aber auch kein Hi-Fi-Experte, also für mich war der Klang ausreichend, und er war auch deutlich besser als der von meinem Onboard-Sound von meinem Laptop. Was mich ein bisschen stört, ist das doch deutlich hörbare Rauschen. Ich meine, diese ganze Aufnahme ist natürlich jetzt mit dieser Soundkarte gemacht, dass ihr auch mal da einen Eindruck bekommt. Ich habe die ganze Zeit eigentlich die Rauschunterdrückung eingeschaltet bei der Aufnahme. Jetzt schalte ich sie mal kurz aus und jetzt rede ich mal quasi mit dem Rauschen in meiner Stimme. Und jetzt bin ich einfach mal still, damit ihr nur das Rauschen hören könnt. Das finde ich doch schon recht deutlich eigentlich und ist bei der Creative Sound Blaster nicht der Fall gewesen. Und dazu ist noch die Creative Sound Blaster günstiger. Also die Asus Xona ist sicher keine schlechte Soundkarte, gerade wenn man zum Beispiel ein optisches Gerät anschließen will, kommt man da nicht drum herum. Denn die Creative Sound Blaster hat zum Beispiel keinen optischen Ausgang. Aber gerade für die Aufnahme werde ich wohl weiterhin die Creative Sound Blaster verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo oder einen Daumen hoch oder Daumen runter, natürlich auch, wenn es euch nicht gefallen hat.